zeige ich euch mal die Weltgrenze. Man sieht ja hier die X-Koordinate, die Z-Koordinate, die ist wichtig. Die X-Koordinate ist ja ziemlich genau die gleiche, aber die Z-Koordinate ist wichtig. 30 Millionen. Also hier bei 99.999.999 kann ich noch was anfangen, aber bei 30 Millionen falle ich durch. Da fällt man in negative Y-Achsen. Zack, tot. Jetzt bin ich, habe ja hier Spawnpunkt hingesetzt. Versuche mal in die Lava zu kommen. Klappt auch nicht. Man fällt einfach runter. Also, versuche jetzt mal hier. Und dann Game of 0. Man fällt durch die Lava trotzdem einfach durch. Ich stelle jetzt mein Game of wieder auf 1. Hier komme ich nicht durch. Also hier durch die Blöcke komme ich nicht durch. Aber hier kann ich einfach so No-Clip durchfliegen. Ab 30 Millionen Achse. Hier ist auch 30 Millionen die Grenze. Und hier kann man einfach sich so rumbewegen. Und hier ist wieder so eine Mauer. Dabei sieht man hier auch in der Welt sowas komisch. So eine komische Grenze. Weil hier ist nämlich nur noch Erde. Über der 30 Millionen ist hier nur noch Erde. Hier ist dann die Weltgrenze. Hier ist dann die Grenze. Also hier. Weiter kann man nicht. Hier ist die Grenz, eine 4 Grenzpfeiler. Hier denkt man hier, die Welt ist ja 60 Millionen Blöcke lang. Es geht ja auch. Geht ja auch in negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 76 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kann auch in die andere Richtung. Da muss er erstmal die Welt hier kurz mal aufbauen. Scheint auch ein Ozean zu sein. Kurz warten. Da dürfte sich gleich hier die Welt aufbauen. Das dauert so ein bisschen. Und jetzt bin ich in die Negativkoordinaten, 30 Millionen Blöcke. Dann könnte man das ja veranschaulichen, wie viele Erden passen da hinein. Lass mal die Welt aufbauen. Hier ist auch noch diese 64. Liegt bei 62. Liegt bei 61. Bei 61 liegt hier so eine Wassergrenze. Und jetzt hat sich hier die Welt aufgebaut. Hier sieht man auch was Merkwürdiges. Auf die auch nur Erde und das Wasser ist plötzlich nicht mehr blau, sondern komplett durchsichtig. Als wäre hier kein Wasser. Bei über 30 Millionen. Hier kann man natürlich nichts machen. Wenn man dann reinfliegt, dann wird's wieder. Aber hier ist auch bei 30 Millionen Blöcke die eine andere Grenze. Kann man halt nicht gut sehen. Hier kann man noch alles graben. Die Blöcke gehen nicht mehr. Also hier ist der Grenzpfeiler. Das gibt natürlich auch bei positiver Z. Negative X, beziehungsweise umgekehrt. Leute, hier die Lehm, den kann ich nur abbauen, aber hier die Erde geht nicht mehr. Ich klicke da wie will drauf, aber die Erde geht nicht weg. Dann ist die Welt ja... Könnte ich dann ja bei Paint.net mal dann veranschaulichen. Abspeichern und weg damit. Hier sieht man das Aufnahmeprogramm. Paint.net. Da habe ich es. Mit Paint.net so ein 30 Millionen Quadrat. Dann kann ich ja hier so ein Quadrat zeichnen. Das soll also ungefähr so ein Quadrat sein. Weil ich da unten sehe die Größe. Und jetzt ist das ein Quadrat. Und hier Text ist es ja hier. Ich schreibe einfach mal 3.
mal 10 hoch 6. Erstmal hier 3 mal 10 hoch. Na doch, nicht 3 mal, 6 mal sogar. Das ist ja, weil es ja in die positive und negative geht. Das heißt, 6 mal sogar. 10 hoch 7. Das mit dem Hoch mache ich dann gleich. Hier sind es auch ebenfalls 6 mal 10 hoch 7. So, hier einfach Schriftgröße reduzieren. Und den 7 hinmachen. Das sind ja 7 Nullen. Bei 10 Millionen hat ja ein 7 Nullen, also 6 mal 10 hoch 7 Blöcke. Das sind ein ganz schön großer Flächeninhalt, der da rauskommt. Und da 7 und 7 sind ja 7 und 7 plus sind ja 14. Das sind schon mal hoch 14. Und das sind 36 mal. 36 mal 10 hoch 14. Ja, das wollte ich nicht kleiner machen. Dann muss ich nochmal neu eingeben hier. Hoch 14. 20 ist groß hier so. 36 mal 10 hoch 14. Ausgeschrieben ist das hier so eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und du bist noch die Tausender, Millionen markieren. Das sind Einzelne, das sind Tausender, Millionen. Das sind Milliarden, das sind Billionen, 3,6 Billiarden. 3,6 Billiarden Quadratmeter. Oder Meter hoch 2. Schreibe ich einfach mal. Meter hoch 2. So viel. 3,6 Billiarden Quadratmeter. Und die Erde hat etwas mehr als 510 Milliarden Quadratmeter. Die Erde ist groß. Die Erde hat wohl ein paar weniger Quadratmeter. 510 Milliarden Quadratmeter. Da würden also ganz schön viele Erden passen. Hier im Rechner kann ich das ja nochmal veranschaulichen hier. 3, 6, und dann nehmen wir nochmal 14 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diese Zahlen dann durch 510. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nullen. 77.000 Mal. Wie habe ich da falsch gerechnet? 70.000 kommt irgendwie nicht hin. Nochmal. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geteilt durch 510 Milliarden. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da kommen 7000 mal, würde das dann ungefähr reinpassen. Hatte ich mich um eine Null versehen. Würde so 7000 mal hineinpassen. Falls ich mich nicht verrechnet habe. 7000 mal könnte man die Erde also hineinpacken. Na, heute ist ja der 2. August. Da könnte ich ja noch die Tage noch nebenbei berechnen, bis mein 18. Geburtstag, muss noch ein Weilchen warten. 2017 ist das. Da ist mein 18. Geburtstag. Sind noch 1243 Tage. Und das ist eher unwichtig, aber wichtiger ist hier erstmal, dass hier so viel, also 7000 mal die Erde,
circa 7000 Erden passen hinein. Also 7000 Mal könnte man die Erde aufgerollt in Minecraft packen. Das ist natürlich schon eine ganze Hausnummer. 510 Millionen Quadratkilometer sind das ja. Vergleich, Deutschland hat ja 360.000. Oder 365 Millionen Meter hoch 2. So viele Quadratmeter hat Deutschland. 365 Millionen Quadratmeter sind in Deutschland. Da würden natürlich viel, viel mehr nach Deutschland reinpassen. Und da würden tausendmal mehr, das sind 7 Millionen, 10 Millionen mal Deutschland. 10 Millionen mal. Passt Deutschland hinein. Also Deutschland passt da 10 Millionen Mal in Minecraft rein. Also man könnte die Fläche von Deutschland könnte man 10 Millionen Mal da in Minecraft reinbauen. Das passt so ungefähr, weil würde immer noch Platz bleiben. Nein, nicht ganz. Nicht ganz 10 Millionen, weil es ja ein bisschen mehr als 365, mehr als 360 Millionen sind. Also knapp. Knapp 10 Millionen Mal. Was mit 9,5 Millionen Mal bestimmt, kann man das dann wohl machen. Die Fläche Deutschlands in Minecraft unterbringen. Aber da würde man ja Jahrhunderte, Jahrtausende brauchen, um die komplette Fläche Deutschlands nachzubauen. Ist natürlich schon eine ordentliche Welt, aber unendlich ist sie nicht. Nicht unendlich. Damit möchte ich einmal sagen, das Video sollt ihr damit machen, was ich jetzt hier ganz groß markiere. So, das müsst ihr jetzt machen. Liken, teilen und abonnieren mein Video. Und dann schreibe ich noch was dazu. Das markiere ich auch noch in Rot. Also das ist richtig in Rot. Oder Orange. Keine Dislikes, da ich sonst eine Woche Pause machen werde. Ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Deswegen ja. Liken, teilen, abonnieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat Spaß damit.